Hallo und herzlich willkommen zu Sims 4. Wir sind voll in der Aktion noch. Wir machen eine Runde Fackel die Bude ab. Du bist fertig. Ja. Na, guck mal, was man noch machen kann. Spielen, bitte. Gucken wir kurz hier. Für 2 Stunden Videospiele am Stück aufrechterhalten. Das ist nicht ganz okay. Doch, da wirst du benutzen. Bücher. Kannst du so raus. Wissen. Warum nicht? Achso. Ey! Dauert noch ein Weilchen, bis die Sonne drauf. Komm, beeil dich. So, jetzt schnell nach Hause, komm. Und schon wieder ist ein Fahrradständer im Entstehen. Das ist nochmal ein Fahrradständer. So, dann haben wir das. Dann gehen wir. Geh mal keine Runde. Du hast das ja nicht geskillt, dass du nur im Sarg schlafen kannst oder so. Ich hab das auch abgefasst. Bitte blamieren. Ja, so. Kann man das denn noch futtern? Geht aber langsam. Wie gefällt mir die Küche da? Na, ja, das ist mir egal. Ja, ich will das. Die Küche kann man noch nicht. So, dann mach ich mal hin. Okay, das war's schon. Dann machen wir mal noch schnell das da. Mal gucken, was bei mir aussieht. Was? Wie viel brauche ich noch? Was? Das hier sieht man doch nicht. Warte. Dann kriegt er eigentlich welche. Achso. Die Masse, wo ist der? Ja, hier. Das sind die Schwächen. Aha. Mit einem Punkt.
ja auch weniger Vampire, das ist natürlich auch cool. Oder das wird immer weniger. Oder dafür, dass ein anderer Sinn mit sich selbst verbindet. Ja. Mach aber weniger Energie. Ja, das ist ja fertig. Naja, das mit der Federmaus kannst du alles falsch machen. Mhm. Irgendwie nervig. Wird die nicht mehr ausgenutzt? Weiß ich nicht. Willst du ein Buch schreiben oder was? Hm, ich schreibe mal ein Buch. Einfach mal machen, weil ich gerade inspiriert bin. Oh, ich bin möglich. Kann man den nicht anziehen lassen? Das ist doof, aber ohne seinen Outfit. Cool. Na, haben wir doch schon. Jetzt steht doch doof rum. Dann lass ein bisschen andere Videospiele spielen. Nee, es sind nur noch 13 Minuten. Ach so. Dann spiel ich gerade im Leben. Mal seine komplette Zeit vor. Macht er das schon automatisch, wenn der noch dahin ist? Oh, 623. Okay, dann machen wir gleich die Spiele. Wenn wir jetzt bei der Programmierfähigkeit erreichen, das haben wir gemacht, dann wirst du wahrscheinlich nicht befördert. Hallo Putzi. Na, du bist das jetzt wirklich normal. Halten doch nicht so fest. Ich wollte nur ans Mikro rein, von Snow hört. Weißt du? Befördert zur Bloggerin. Level 2 der Schreibfähigkeit. Na, dann schreibt man mal was. Zum Blog schreiben. Mehr Auswahl. Schreiben. Dann tun wir mal weiter schreiben. Machen wir mal zu Ende. Und du
dass man nicht fährt. Also weiter zocken. Tripping up inside. All the words you told me, am I reading something different from your eyes? I'm just using for everything. Haben wir mal einen Brief lassen? Ja, ich bin hier. Was ist das? Putzi, ist gerade nicht praktisch. Ich bin hier, ich bin hier. Ja, und jetzt? Nochmal ein Mikro, Digga. Ja. Da muss ich jetzt rein. Wie? Ich weiß nicht, ob man es hören kann. Das, was man hört, ist unsere kleine Hausmuschi, alias Katze. Stimmt? Ja. Gebt mal einen Daumen hoch für das Schnurren. Wenn ihr mehr hören wollt, sagt es. Wir können auch gerne mal ein Bild vom Putzi veröffentlichen, oder? Mhm. Poste ich mal bei Twitter. Ist der Fahrständer nicht cool? Eigentlich wollte ich gerade einen Briefkasten üben. Das ist der Fall, ja. Guck mal, ich bin gleich auf. Yahoo! Ich habe zwei Kräftepunkte. Wieso ist er so mal? Weil das magische Ding vorbei ist. Was? Das magische. Ja, so rein sag mal. Genau. Oh Gott, bitte sieht scheiße aus. Ich weiß. Lass mal Beute bestellen. Dann hat man Zähne, ne? 500 weniger. Ja. Einige Beute. Das ist das, was er gerade verdient hat. Und jetzt brauchen wir 12 Stunden. Das haben wir alles gemacht. Hallo. Na, mach.
funktioniert. Muss auf eine Auswahl gehen. Na? Wenn ich dein Buch weg. Was ist denn immer noch? Ich könnte mir das verschlüsseln, bevor das so geht. Guck mal auf eine Auswahl. Nein. Gibt gerade nichts Größeres. Mehr Auswahl. Was ist das noch? Gibt's noch mehr Auswahl? Da. Da. Was hier? Soll ich vielleicht erstmal essen, wo du. Das hätte ich selber gemacht. Dann warte mal, bis grün ist ein bisschen und dann kriegst du das Essen oder wieder pennen. Okay? Kann schon mehr. Ja, so. Dann gehst du ja bald schon wieder auf Arbeit. Vertrockneter Magen übergibt sich, wenn er normale Nahrung zu sich nimmt. Schuldgefühle beim Trinken ohne Erlaubnis. Löst von Zeit zu Zeit bei anderen Ekel aus, indem er unkontrolliert zischt. Das wird beim Trinken weniger effektiv gestellt. Ja, das ist scheiße. Die Sonne ist schädlicher als gewöhnlich. Das ist auch doof. Und dann eher Schuldgefühle. Hast du noch ein paar Pluspunkte gesehen? Ja. Was haben wir denn? Erhalte die Macht, andere Sims in Vampire zu verwandeln. Machen wir dann. Wird immun gegen die negative Auswirkung von Knoblauch. Kontrolliere die Gedanken. Gewinne Kämpfe. Sorge dafür, dass Sims in der Nähe sinnlosen attraktiv sind. Ich würde eher auf das Idee. Oder erstmal Immunität geht auch. Was? Immunität, aber geh mal aber geh erstmal auf die Kraft. Was ist denn da für Blödsinn? Du bist übermüdet. Spaß mal trotzdem nochmal. Wo? Haben wir auf dich? Ja. Bin nochmal auf mehr Auswahl. Ja. Jetzt kriegst du zweimal miteinander auf mehr Auswahl. Okay. Ja.
Was macht das? Komm. Schau dann. Gehst du dann eh auf Arbeit? Ja, du hast später auf Feierabend. Also, wenn ich dann auf Arbeit verschwinde, dann ändere die Folge noch. So, 25, sehe ich das gut? 21, 15. So, mit dem Pen. Elektrogeräte im Wert von 3000 Simoleons besitzen. Ist klar. Das haben wir doch. Ja, ich weiß. So, wolltest du nicht beenden? Wenn mein Sinn zu verarbeiten. Achso. Einfach auf beleidigen klingt, dass es schneller vorbei ist. Ja, das will doch keiner zugucken, so, oder? Ja, ja. Was? Ich schlafe, ruf später nochmal. Du hast nichts Besseres zu tun als andauernd nur zocken. Lass ich doch. Lass ihn mal vorher nochmal meditieren vor dem Wechsel. Ja, dann lass mal das cool eine Runde und dann guck.
Pfoten waschen. In 6 Minuten bin ich ohne einen PC. Oder? Koya kann sein Buch noch kurz lesen. Zeit für Arbeit. Aha. Alles klar. Na, danke mal fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge von Sims 4. Ciao. Bis später.